Freunde, es wird ernst. T-3 Monate, bis ich verheiratet bin. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ehrlich gesagt sehr angespannt gerade und ich weiß gar nicht warum, weil es ist ja nicht das erste Video, was ich in meinem Leben drehe. Aber ich dachte mir, ihr habt euch dafür interessiert und wir probieren das Ganze mal aus. Wir probieren mal ein Hochzeits-Make-up für mich zu schminken. Wir haben noch weniger als 3 Monate Zeit. Es ist gefühlt noch alles irgendwie zu erledigen und ich bin innerlich total gestresst, aber ich werde natürlich auch an meiner Hochzeit nicht ungeschminkt. Gut, vor den Altar treten wir eh nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen dachte ich mir, machen wir einfach mal so einen kleinen Testdurchlauf und schauen, wie funktionieren die Produkte, sodass ihr auch sehen könnt, wie sieht das Finish vielleicht bei mir aus, wie kriegen wir vielleicht ein schönes Make-up hin und wir gucken mal, was das wird. Ich bin sehr gespannt. Ich muss dazu eine Sache sagen. Ich darf aber nichts dazu sagen. Einige Produkte werde ich jetzt erstmal auslassen. Ich muss das Ganze dann nochmal für mich im stillen Kämmerchen machen. Warum? Könnt ihr euch denken? Wieso? Hättet ihr euch was anderes vorgestellt? Ich glaube nämlich nicht. Okay, süße Mäuse, es ist sehr früh. Ich sehe aus, wie ich aussehe. Wir müssen das Ganze beheben. Skincare probiere ich jetzt nicht aus. Das muss ich nochmal expliziter vorab machen und schauen, wie sich die Skincare, die ich an dem Tag benutzen möchte, auch mit den Foundations verbindet. Denn ich wollte ja eine Kombination, beziehungsweise wollte ich 2 Kombinationen ausprobieren für die Foundation. Und da muss ich gucken, funktionieren beide mit derselben Skincare. Es kann sich natürlich noch einiges hier ändern, aber wir probieren jetzt erstmal eine Kombination aus, von der ich vermute, dass sie gut funktioniert. Seid ihr bereit? Let's go. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr fiebert alle ganz genau, alle genauso mit wie ich mit Fieber, denn ja, so oft ich habe noch nie geheiratet und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals heirate. Deswegen freue ich mich umso mehr drüber. Wir probieren jetzt mal mein Gesicht hinzukriegen. Also ich hatte mir vorgenommen für mein Make-up so wenig Make-up wie möglich und so viel wie nötig. Und keinen krassen Lidschattenlook, keinen Lippenstift, kein dies, kein das, kein jenes. Ich möchte auf meiner Hochzeit das, was da ist, betonen und nicht so verkleidet sein und nicht so stark geschminkt sein. Denn es wird mit Sicherheit sehr, sehr warm. Es wird ein sehr, sehr langer Tag. Und je mehr Make-up drauf ist, desto mehr kann auch schief gehen. Wir starten mit den Augenbrauen. Und da fange ich fange immer zuerst mit den Augenbrauen an. Weil wenn die Augenbrauen nicht stimmen, kann ich sie nochmal abmachen. Und zwar das hier. Ich habe echt nicht dran geglaubt. Ich hatte ja sonst immer das Brow Freeze von Anastasia. In Vermutung, dass ich das benutzen werde. Aber es ist Tatsache das Essence Brow Lift. Das funktioniert für mich am allerbesten. Auch so, dass, also das Problem mit dem Brow Freeze ist, dass wenn du zu viel hier auf die Haut kommst, dass es ganz schnell so ein bisschen so sich so Würstchen bilden können. Deswegen werde ich das nicht machen. Ich nehme mir so einen kleinen Spoolie und arbeite von hier hinten erstmal gegen den Strich und dann nach oben. So kann ich die einzelnen Härchen schon mal in Form bringen. Ich hatte sie mir seit Oktober wachsen lassen, habe jetzt erst vor 2 Wochen oder vielleicht sind es 3 Wochen schon das erste Mal die Augenbrauen wieder gezupft und bin deutlich zufriedener. Ich hatte ja hier wirklich gar keine Härchen mehr und mittlerweile habe ich einfach wieder eine Augenbrauenform, die meinem Gesicht entspricht und die nicht irgendwelchen Instagram-Trends entspricht. Ich weiß, vielen aus den 90ern wird es wahrscheinlich genauso gehen, die sich die Augenbrauen auch wirklich weggezupft haben. Und ich habe sie mir Gott sei Dank immer rasiert, aber trotzdem, ne, irgendwann natürlich auch immer mal dazwischen gezupft und ich wollte einfach wieder ein bisschen vollere Augenbrauen haben. Ich benutze auch immer noch ein Augenbrauenserum, immer noch das von Olaplex. Ich habe immer noch keine Information darüber rausgekriegt, ob das Ganze mit Hormonen ist oder nicht. Ich vertrage es aber sehr, sehr gut. Es brennt nicht in den Augen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hatte mal ein Augenbrauenserum. Das hat ein Wimpernserum. Es hat so in den Augen gebrannt, dass du danach wirklich 2 Stunden lang nichts gesehen hast. Und die Augenbrauen haben geklappt. Ich habe auch so eine Überlegung gehabt. Ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist. Wir heiraten recht spät am Tag, ne? Also es ist nicht früh morgens, sondern sehr spät. Und ich will nicht morgens um 9 schon mein Make-up gemacht haben, weil es dann bis zur offiziellen Hochzeit dann wahrscheinlich auch nicht mehr so hält. Aber das Schöne ist, wenn wir später heiraten, dann brauche ich mich vielleicht sogar nicht 2-mal schminken. Außer ich muss weinen. Ich hoffe, ich muss nicht weinen. Augenbrauen sind schon mal aufgetragen. Jetzt nehme ich Tatsache erstmal hier, ja, ich habe es neulich echt schlecht gemacht, aber ich habe ihn jetzt gerade hier liegen und ich habe auch keinen anderen, der farblich so gut passt wie dieser hier. Das ist der Gimme, der Precisely My Brow von Benefit in der Farbe 4. Nur um hier ganz leicht nur
die Lücken aufzufüllen. Das ist Stand jetzt, ne? Also ich weiß nicht, wie es in 3 Monaten ist, ob ich dann hier noch ein paar Lücken habe, nur um hier einzelne Lücken aufzufüllen und das Schwänzchen hier hinten ein bisschen zu definieren. Reicht schon. Das geht mit jedem anderen Augenbrauenstift auch. Ich komme mir gerade vor, als würde ich das erste Mal in meinem Leben Make-up machen. Für drunter nehme ich jetzt nichts. Deswegen machen wir gleich mit der Foundation weiter. Und ich wollte ja eigentlich die Mesauda Foundation ausschließlich die benutzen, aber ich habe Angst, dass die den Temperaturen nicht so standhält, wie sie vielleicht müsste. Und sie ist natürlich auch schon sehr, sehr glowy. Deswegen mische ich heute, wir können das gerne nochmal machen, wenn das Video bei euch gut ankommt und ich viel Feedback bekomme von euch in den Kommentaren, machen wir das nochmal mit anderen Produkten. Wollte ich entweder die Infallible 32 Stunden Foundation mit reinmischen oder die Neo Make-up Foundation. Ich starte jetzt erstmal hiermit. Ich habe die Infallible in der Farbe 132. Die ist Stand jetzt ein bisschen dunkel und die Mesauda Foundation in 102 Light. Die ist mir zu hell. Und beide zusammen könnten gut funktionieren. Oh, ich sehe schon, die Mesauda Foundation hat sich ein bisschen zersetzt. Deswegen muss ich die jetzt gut einmal zusammenbringen wieder. Misch mir das richtig schön auf meiner Hand. Trag mir wirklich nur die minimalste Schicht auf. Foundation Brush. Und blende das Ganze erstmal ein. Also ich möchte, wie gesagt, so wenig Foundation wie möglich tragen. Einfach damit das Ganze so natürlich aussieht, wie es geht. Ich habe jetzt keinen Primer oder nichts drunter gegeben. Da kommt natürlich noch was drunter. Das kann ich jetzt natürlich aber noch nicht benutzen hier. So dünn es geht. Also ich möchte eigentlich das, was ich hier drauf habe, nicht benutzen, sondern nur dünnste Schicht. Denn ich habe ja gelernt, dass je dünner das Make-up, desto natürlicher sieht es auch aus. Und es werden mit Sicherheit auch Fotos gemacht und Videos gemacht. Und ich habe da so ein bisschen Angst, dass das Ganze vielleicht dann zu cakey aussehen wird am Ende des Tages. Deswegen ganz, 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 ganz dünn. Auch mit einem Pinsel. So kann ich punktuell ein bisschen arbeiten. Eine Sache wollte ich euch erzählen, die hat jetzt gar nichts damit zu tun. Erinnert ihr euch an diesen roten Punkt hier auf meiner Nase? Ich habe den weggekriegt. Ich habe doch so einen High-Frequency-Stab. Ich habe so ein. Es war eher ein Unfall. Ich habe ein bisschen geträumt, während ich damit in meinem Gesicht war und bin dann zu lange auf der Nase gewesen. Und auf einmal macht es bzip, bzip, bzip. Und am nächsten Tag war das Ding weg. Ich bin gespannt, ob es wegbleibt oder ob es wiederkommt. Aber so habe ich mir 50 € beim Laserfreitag gespart bei uns hier beim Hautarzt. Die auch nur in der dünnsten Schicht über mein Augenlid, weil je mehr ich auf meinem Augenlid habe, desto mehr kann auch schief gehen. Und ihr seht es, ich habe jetzt die Augen ausgespart. Ich wollte eigentlich einen Color Corrector benutzen. Der beste Color Corrector ist der hier von Huda Beauty. Der ist aber so deckend, dass er schon fast zu doll ist, weswegen ich darauf jetzt erstmal verzichte und probiere das erstmal anders zu lösen. Ich arbeite mir das Ganze mit dem Schwamm nochmal so ein bisschen ein. Und ihr seht das, ich habe ja noch die ganze Hand voll. Was mich total interessieren würde, ist, wenn ihr euch die Zeit einmal nehmen könntet, euer Hochzeits-Make-up, jedes einzelne Produkt in die Kommentare zu schreiben. Vielleicht finde ich da ja auch noch eins. Ich hatte schon mal ein paar Punkte gelesen von euch. Viele haben die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation getragen, Tatsache, an ihrer Hochzeit. Gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Es soll so aussehen, als hätte ich keine Foundation drauf. Ich sehe gerade, dass sie ein bisschen gelblich ist. Das Problem war jetzt hier, glaube ich, die Mesauda Foundation. Ne? Die habt ihr gesehen, die ist ein bisschen, die ist nicht gekippt, aber die hat sich halt zersetzt. Da ist halt wieder nichts drin, ne? Keine Stabilisatoren und so. Deswegen muss ich mir da auf jeden Fall nochmal eine neue bestellen, weil bis Juni hält die nicht. Okay, und jetzt wichtig, wichtig, wichtig. Wir wollen, dass das Make-up hält. Setting Spray, beziehungsweise das ist ja eher ein Fixing Spray. Ja, hier steht Setting Spray, eigentlich ist es ein Fixing Spray. Airbrush Flawless Finish von Charlotte Tilbury. Da es meins nicht mehr gibt, welches sehr, 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 sehr nah hier dran war, muss ich darauf zurückgreifen, denn ich habe auch keine mehr. Und ich sättige die Foundation richtig, richtig gut. Das Ziel von diesen Produkten ist, immer wenn ihr in diesen dünnen Schichten arbeitet, dass das Ganze natürlich auch immer noch mal fixiert wird. Jetzt wird die Foundation fixiert. Wenn wir den Concealer drauf haben, wird der Concealer fixiert. Wir gehen Schritt für Schritt für Schritt. Jetzt bin ich ja noch entspannt. Ich kann mir nur vorstellen, dass, wenn es soweit ist bei der Hochzeit, dass ich gar nicht mehr entspannt bin. Da ich wieder ein bisschen aufpassen muss, was ich jetzt benutze, probieren wir erstmal dieses Produkt hier, weil ich glaube, dass ich das so oder so benutzen werde. Das ist der Contour Stick von Catrice, der Magic Shaper. Und den setze ich mir punktuell nicht hier hinten, sondern hier hin. Das hat sich für mich im Moment echt bezahlt gemacht, die Kontourtechnik so ein bisschen zu verändern, weil,
Also es gibt ja zwei unterschiedliche Techniken. Einmal die männliche Kontotechnik und die weibliche Kontotechnik. Die männliche ist fokussierter hier vorne, die weibliche eher hier hinten. Ich will genau dazwischen erstmal so ein bisschen ausblenden, auch nur ganz, 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 ganz wenig. Denn das ist nur die Grundlage, um zu wissen, wo am Ende des Tages alles hin soll. Ich kann mir eh vorstellen, dass wenn ich mein Make-up mache am Tag, dass es dann eh deutlich, deutlich mehr wird. Und jetzt ist hier der Schatten und nicht zu weit oben und ich kann das ja dann hier noch so ein bisschen ausblenden. Ich werde natürlich auch noch einen Bronzer nehmen und mit dem Rest gehe ich hier schon mal so ein bisschen an der Nase lang, um die Nase so ein bisschen zu konturieren und nehme mir auch wieder Foundation vom Augenlid weg. Also ich möchte an den Stellen, wo es optional creasen kann und wo es ein bisschen schief gehen kann, wirklich eigentlich so gut wie gar kein Produkt haben. Und das ist meistens auf den Augenlidern bei mir. Unter den Augen auch, da müssen wir gleich mal probieren, wie wir das am besten lösen. Aber die Base an sich ist schon ganz nett. Wir lassen das Ganze erstmal ein bisschen marinieren. Ich hoffe, ich habe die Zeit dazwischen. Wir lassen das marinieren, weil so kann das Fixing Spray wirklich in die Foundation gehen. Bis gleich. Einige Minuten später und die Base sieht richtig, richtig gut aus. Und jetzt, Freunde, wird es ein bisschen aufregend. Jetzt müssen wir zu den Augenringen und die sind ja mein großes Manko. Manko. Das, was mich am meisten an mir stört. Was Concealer angeht, zu 100% diese vier. Also, wir haben einmal hier von Natasha Denona den Corrector. Ich habe den hier in der Farbe C1, das ist aber nicht C1, C2. Und da habe ich ein bisschen roten Liquid Lipstick reingemacht. Der ist deutlich, deutlich pinker. Ich hole euch jetzt mal ganz nah ran, weil jetzt wird es eine Millimeterarbeit. Ich sehe schon die Kommentare. Noch hast du gut reden, Maxi. Noch hast du gut reden. Sobald es losgeht, ist alles vorbei. Also, ich nehme mir ein bisschen was von diesem pinken Ton. Der ist nicht ganz so pink wie der von Huda Beauty. Das Problem von dem von Huda Beauty ist, der funktioniert bei mir nicht jeden Tag. Und ich nehme mir einen ganz, ganz kleinen Pinsel und nehme mir wirklich die kleinste Schicht von diesem pinken Corrector nur auf den blauen Schatten. Und ihr seht es, ich gehe nicht bis unter mein Lid. Denn da sind nämlich meine Menschlichkeitsfältchen, um es mal so zu sagen, ne? Ich kenne keinen Menschen, nicht mal ein Baby, welches unter den Augen keine Falten hat. So, aber das ist, es geht auch nicht um die Falten an sich, sondern es geht darum, dass dort der Concealer natürlich immer so ein Stückchen reinlaufen kann. Und dadurch, dass ich jetzt ganz minimal mit diesem Pinsel hier arbeite, das ist einer von Letizia Lehmann, das ist ein Echthaarpinsel, der war in dieser Travel Series mit dabei, kann ich das punktuell sehr, 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 sehr gut auftragen. Und dann gehe ich mit einem Schwamm erstmal hier rüber und blende das aus. Du kommst ja zwangsläufig, kommst du ja an dein unteres Augenlid immer so ein bisschen ran. Ich finde es aber ganz schön, wenn das Auge so ein bisschen betont ist. Und da ich ja kein Kajal oder so tragen werde oder keinen Lidschatten, muss ich damit arbeiten, dass mein Auge hier diesen natürlichen Schatten hat. Seht ihr das? Das ist ja natürlicherweise etwas dunkler dort. Und so habe ich weniger Produkt benutzt und mehr Effekt erzielt. Punktuell hier. Und je nachdem, wie ruhig die Nacht vorher war, würde ich dann nochmal mit dem normalen Natasha Denona Concealer rübergehen. Ich habe den mir jetzt in der Farbe dunkler bestellt, N6. Der ist deutlich, deutlich dunkler. Damit kann ich punktuell dann auch so ein paar Unebenheiten, falls ich mal einen Pickel an dem Tag bekomme oder so haben. Da seht ihr, glaube ich, ganz gut den Unterschied, ne? Der eine ist sehr, sehr pink, der andere ist sehr neutral. Mit dem Neutralen gehe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber. Und meine Notfalllösung sind die hier von von Anastasia Beverly Hills in 6 und in 4. Komplett unterschiedliche Farben, aber die sind die deckendsten Concealer, die es auf der Welt gibt. Die absolut deckendsten Concealer. Die sind ein bisschen trocken und das ist so meine Notfalllösung, mit der ich punktuell, wenn ich wirklich irgendwie gar nicht zurechtkomme, wenn ich jetzt sehe, das funktioniert irgendwie nicht mit dieser Mini-Technik, dann würde ich mit dem einfach rübergehen, weil der deckt alles ab. Da ist dann zwar nichts mehr mit natürlichem Make-up, aber die sind die deckendsten Concealer. Die funktionieren auch mit fast jedem Puder, habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht. Das möchte ich nicht unbedingt. Und jetzt nehme ich den Schwamm, gehe hier noch ein bisschen rein und blende das Ganze hier aus. Ihr seht auch im Vergleich zu meinem sonstigen Make-up, da bin ich ja sonst immer sehr, 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 sehr hell unter meinen Augen, ne? Das möchte ich heute vermeiden, weil wenn es abends, es wird ja dann irgendwann dunkel im Laufe des Tages und dann habe ich so zwei helle Balken unter den Augen, wenn man ein Foto macht. Deswegen will ich so hautnah wie möglich arbeiten. Und jetzt Huda. Huda Beauty Easy Bake in Cherry Blossom. Das gleicht nämlich auch nochmal so ein bisschen das Lila aus unter den Augen. Keine Frage, Microfiber Multitool Mini. Erst hierauf in der Hand einarbeiten
Und das hält natürlich jetzt auch nochmal auf. Fältchen weg und von außen nach innen. Außen nach innen. So arbeite ich nämlich gegen die Fältchen rein. Und bleib auch punktuell nur unter den Augen und ganz leicht übers Augenlid. Nicht mehr. Hier noch ein bisschen zum Aufhellen und das bleibt jetzt dort. Das bleibt genau so. Zum Fixieren meines restlichen Gesichtes. Diese Kombination. Erstmal. Einmal das Fenty Beauty Puder. Das ist das Universal Invisimatte Puder. Das ist transparent. Und diesen hier von MAC. Das ist aus der Light Scape Reihe, aus dieser Pearl Skin Trend Reihe. Geh erst hier rein. Das mattiert krass. Wenn Rihanna das auf dem Super Bowl tragen kann, kann ich es auf meiner Hochzeit tragen. Das verändert nämlich nicht die Farbe der Foundation, sondern fixiert. Und ich presse das richtig, richtig in die Haut rein und habe sofort alles mattiert, ohne dass ich zu viel Puder noch mit ins Gesicht gebracht habe. Und da ich ja jetzt wieder matt aussehe und ich möchte an dem Tag im Sonnenlicht, im untergehenden Sonnenlicht strahlen wie ein Engel, Light Scape, das hat nämlich so ein bisschen Color Correction mit dabei, durch diese verschiedenen Farben. Und damit gehe ich einfach über meine Stirn, da ist nämlich viel Platz und da fangen wir das meiste Licht ein, auf meine Nase. Und hier an meinen Wangen. Und erst jetzt nehmen wir das Puder unter meinen Augen weg. Und dafür nehme ich einen Pinsel, wo ein bisschen Blush dran ist. Denn dadurch wird gleich der Kontrast zwischen Blush und unterem Augenbereich deutlich, deutlich schöner. Ah, und das ist genau das passiert, was ich gedacht habe. Da hätte ich jetzt den Anastasia Concealer benutzen können oder müssen. Es schimmert so ein bisschen lila durch. Das heißt, ich werde doch den Anastasia Concealer noch ein bisschen mit rübergeben. Die Notfalllösung ist jetzt dieses Puder von Flormar. Das ist die 093 mit demselben Microfiber Multitool Mini. Gehe ich hier jetzt rein und presse. Einfach pressen. Zack, Augenringe sind weg. Das ist die Notfalllösung. Also das habe ich sowieso so oder so in meiner Tasche und wahrscheinlich sogar in meiner Hosentasche, einfach damit ich das immer wieder nachtragen kann und auch einen kleinen Pinsel, dass ich im Laufe des Abends mit diesem Puder nochmal so ein bisschen rübergehen kann, um alles auszugleichen und alles zu retten. Die Base ist jetzt wieder sehr, 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 sehr matt. Das ändert sich aber eh im Laufe des Tages. Und wir haben noch Blush und Bronzer und Fixing Spray. Bevor wir das machen, Bronzer. Da bin ich wirklich gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Entweder der hier von Victoria Beckham, einer meiner absoluten, absoluten Favorite Bronzer, oder dieser hier von Hermes. Der ist deutlich, deutlich wärmer. Ich muss das, glaube ich, so ein bisschen abhängig davon machen. Wahrscheinlich nehme ich eh beide. Wie meine Hautfarbe an dem Tag ist. Ne? Es ist ja dann im Sommer und da werde ich eh auch ein bisschen brauner. Deswegen starte ich erstmal hiermit mit einem fluffigen Pinsel. Gehe in den von Hermes rein, an die höchsten Punkte und ich tupfe nur. Ich tupfe nur, ich tupfe nur. Ganz dünn. Stirn. Der hat nämlich auch so ein bisschen Schimmer mit drin. Und damit kann ich die Farbe meiner Foundation auch wieder so ein bisschen anpassen. Und jetzt nehme ich erst den von Victoria Beckham. Der ist nämlich auf der einen Seite warm und auf der anderen Seite kühl. Und nehme die kühle Seite und blende das hier mit rein. An der Nase entlang. Ich werde keine krasse Nasenkontur oder so machen, weil es sind alles Dinge, die schief gehen können an der Hochzeit, ne? Und deswegen werde ich einfach nur mit dem restlichen Puder, was ich hier dran habe, über meine Nase gehen, links und rechts und das Ganze hier so ein bisschen ausblenden. Sieht ein bisschen tanned aus, die Bewegung ist im Gesicht da. Hier die Ohren vor allen Dingen nicht vergessen und hier. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich anziehe. Keine Ahnung, ich mache ja im Moment so viel Sport und habe auch schon ein bisschen was an Gewicht verloren und ich will nichts jetzt kaufen und anpassen lassen, was mir dann in 3 Monaten nicht mehr passt, weil die Arme größer geworden sind oder sonst irgendwas. Deswegen probiere ich das wirklich, solange es geht, noch herauszuzögern. Ich habe ein paar Ideen, ich weiß es aber noch nicht genau. Und jetzt Blush. Und da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Absolut gar keine Ahnung. Eigentlich bräuchte ich gar keinen Blush, bin ich der Meinung. Aber so ein bisschen Farbe wäre schon schön, ne? Ich habe mir überlegt, ob ich den hier nehme. Der ist von Kevin Aucoin. Erinnert ihr euch noch? Das war mein erster Blush, den ich mir gekauft habe. Und so kann ich auch eine kleine Hommage an meinen Job bringen. Der hier von Mrs. Bella liegt hier gerade. Also ich werde auf jeden Fall einen Sad Beige Blush nehmen, wenn überhaupt, der sehr, sehr nah an meiner Hautfarbe dran ist. Ich gehe jetzt mal auf der einen Seite mit dem Kevin Aucoin und blende den hier so ein bisschen rein. Schon eine echt schöne Farbe, ne? Und auf der anderen Seite probieren wir jetzt mal, ob das noch klappt, den hier von MAC. Das ist der So Natural Glow Play Blush. Der war in Zusammenarbeit mit Bella, den gibt's aber so noch. Ist halt wie so ein Pudercreme-Hybrid. Auf welche Seite gefällt euch besser? MAC oder Kevin Aucoin?
Schwierig, ne? Ganz, ganz schwierig gerade, weil die sich farblich sehr, sehr nah sind. Ich vermute, ich würde mit dem von MAC gerade gehen. Das ist so mein erstes Gefühl, weil der sehr, der gibt so ein bisschen Bewegung wieder ins Gesicht, ne? Oh, schwierig. Da brauche ich eure Hilfe. Da bin ich sehr gespannt, was ihr mir schreibt. Wir kommen zu den Lippen. Nee, wisst ihr, was wir erst machen? Wir fixieren erstmal zwischendrin wieder. Aber nur eine dünne Schicht. Weil jetzt alles wirklich miteinander verschmilzt und so ein bisschen frischer aussieht. Lippen. Also, Lippenkontur definitiv. Ich bin so traurig, ne? Ich finde den nicht mehr. Ich suche gefühlt einmal die Woche danach, aber ich finde den nicht mehr, weil ich ihn mir gerne nochmal kaufen würde. Dieses Ding hier, das ist von Dior. Der Rouge Blush Power Look 823. Das ist kein Rouge. Gar kein Rouge. Aber der hat die perfekte Farbe, um meine Augenbrauen zu machen, um unter meinen Augen so ein bisschen zu schattieren, um meine Lippenkontur zu machen. Dieses Ding, als wäre es für mich gemacht. Ich habe es irgendwann mal bekommen, vor 4-5 Jahren, und seitdem ist es weg. Einmal mit so einem kleinen Pinsel hier rein, hier ins Lippenherz. Und mit dem Rest, den ich hier dran habe, gehe ich ganz leicht nur an meinem Wimpernkranz unten, um so ein bisschen Schatten zu erzeugen. Ich habe da ja recht wenig Produkt aufgetragen und will noch ein bisschen meinen Wimpernkranz betonen. Ich gehe aber nicht auf die Wasserlinie, sondern auf, genau, also ich gehe eigentlich über die Wimpern, weil ich damit ein bisschen Foundation von den Wimpern wieder wegkriege und ein bisschen Farbe auf die Haut setzen kann. Das ist, der hat auch ein bisschen Schimmer, ich swatche ihn euch mal. Also du kannst ihn ja kaum, der ist schon so oll, der ist grau, der ist dunkel, der ist matschig, aber der ist irgendwie perfekt, um bei mir irgendwie alles zu machen. Seht ihr, das ist nur ganz subtil. Wir bleiben bei den Augen und da muss ich diesen Pinsel, den darf ich bis dahin nicht verlieren. Der ist von, schaut mal, wie der aussieht, ne? Der ist richtig durchgerockt schon. Der ist von Morphe und Ariel. Keine Ahnung, welche Nummer war in diesem Set mit drin. Und jetzt gehe ich in den Bronzer nochmal, aber in den kühlen Ton. Das hier einfach rüber. Fokus in der Mitte, um einen Schatten zu erzeugen. Das ist so ein, ich möchte ein bisschen definierteres Lid haben und ein bisschen Tiefe erzeugen und kann dann hiermit an der Nase gleich so ein bisschen rübergehen. Das, ich weiß nicht warum, aber ich finde, es reicht bei mir, wenn ich mit dem Lidschatten, das ist ja kein Lidschatten, ne? Einfach hier rüber gehe und dann an der Nase entlang. Das betont so, so viel an der richtigen Stelle bei mir. Ganz, ganz leicht. Und hier unten. Ich liebe die Base, ne? Ja, bei den Lippen bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen überfordert. Also Lippenstift auf gar keinen Fall. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht einen Lip Liner nehme. Da habe ich zwei zur Auswahl. Einmal den von Anastasia in der Farbe Deep Taupe. Ich glaube, der ist mir schon fast zu dunkel. Oder, und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, weil es einfach mein absoluter Lieblings-Lip Liner ist. Aber ich finde ihn nicht mehr. Art Deco 140. Keine Ahnung, wo der jetzt hier rumfliegt. Meine Güte, es ist furchtbar. Wir bleiben jetzt erstmal hier bei Anastasia. Was ich nicht machen will, ist mir die Lippe größer malen. Sondern ich will eigentlich nur die Kontur ein bisschen schärfer malen. Und blende das immer wieder so ein bisschen mit dem Finger aus. Seht ihr? Nur die Kontur ein bisschen definieren. Ausblenden. Und hier unten vor allen Dingen. Weil hier habe ich keine gerade Kante, die das Ganze so ein bisschen begrenzt. Als Pflege werde ich auf meinen Lippen... Denn ich mag das nicht, wenn ich was auf den Lippen habe, ne? Und da wir uns ja küssen werden, mit Sicherheit auf unserer Hochzeit auch mal einen Schmusi geben, werde ich morgens den Essence Balm auftragen. Den habe ich jetzt aber nicht hier. Der ist im Koffer schon. Und ein bisschen auf die Lippen geben. Oder wir probieren mal den hier von Rode. Hat er jetzt denselben Effekt. Was ich mir gerade überlegt habe, ist, eigentlich würde ich gerne noch ein kleines Highlight auf meinen Augen haben. Nur so ein leichtes. Mit einem hellen Lidschatten vielleicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euch noch fehlt. Ihr wisst ja, was ich will, ne? So wie minimal sein soll. Ich nehme jetzt hier mal so einen hellen Lidschatten und gebe mir den nur hier aufs vordere Augenlid. Und das ist ganz schön, ne? Der ist ein bisschen gräulich. Mag ich gerne. Bei den Augenbrauen wollte ich eigentlich das Ding hier von Maybelline. Das kann aber schief gehen, ne? Minimale Härchen mit reinziehen, vielleicht hier hinten. Ich finde, Augenbrauen verändern sich halt so schnell die Augenbrauen-Trends. Und wenn ich mir in 10 Jahren unsere Hochzeitsbilder angucke, will ich denken, oh, was war da mit deinen Augenbrauen los? Die waren ja super bushy. Und wenn 2035 die Augenbrauen wieder weniger sind oder wir wahrscheinlich gar keine mehr haben oder was weiß ich, minimal, einfach nur, um so ein bisschen aufzufüllen. Und dann hier hinten einen ganz, ganz kleinen Strich setzen. Seht ihr das? Ist nur minimal. Das öffnet das Auge nämlich ganz leicht nach hinten. Kein Eyeliner, nur diesen... Einen kleinen Strich in Braun macht sofort was her.
Weil meine Augenform geht hier hinten natürlicherweise nach unten. Ich will sie aber nach oben haben. Und jetzt die Wimpernzange. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so gute Wimpernzange gehabt wie die von Tweezerman. Ich sag's euch, wie es ist. Und im Prinzip bräuchte ich dabei dann nicht meine Mascara. Aber auch bei der Mascara bin ich völlig unschlüssig, welche ich will. Gar keine Ahnung. Ich vermute, es wird auf diese hinauslaufen. Das ist die Million Volume Million Lashes von L'Oreal. Die trage ich auf der einen Seite auf mal. Nur, ich will nicht, dass du siehst, dass ich Wimperndusche drauf habe. Ich will nur, dass das Puder und die Foundation aus den Wimpern raus ist. Und das reicht schon. Unten werde ich nichts auftragen, falls ich weinen muss. Deswegen nur so ein bisschen über die Spitzen. Und auf der anderen Seite probiere ich jetzt hier die von Hermes aus, ne? Ich habe sie da. Ich habe das Geld dafür ausgegeben. Deswegen wird die benutzt. Ich finde, auf der Hochzeit kann es auch mal ein bisschen extravaganter sein. Ich will halt nicht, dass ihr jetzt denkt, dann Sex sind immer Drogerie-Make-up. Und jetzt auf einmal, wenn du heiratest, nur noch Luxus-Make-up. Ich heirate hoffentlich nur einmal in meinem Leben. Na, die ist ein bisschen brauner. Würdet ihr mich so heiraten? Ist schon sehr minimal. Ne? Es ist natürlich auch wieder deutlich mehr geworden, als ich eigentlich wollte. Aber irgendwie mag ich es. Es ist süß. Es ist super, super natürlich. Und oh, gefällt mir das? Ich glaube ja. Wie gefällt es euch? Das ist viel wichtiger, dass es euch auch gefällt. Ich glaube, es reicht. Vielleicht habe ich bis zum Tag der Hochzeit auch nochmal das Gefühl, ich will gar nichts tragen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist so ein Make-up, das ist so wenig und in so dünnen Schichten, dass da nichts schief gehen kann. Aber eine Sache muss noch rüber, sobald die Mascara getrocknet ist. Das Infallible 3-Second Setting Mist, 36 Stunden kein Abfärben, kein Transfer. Ich weiß, es riecht ein bisschen wie Haarspray. Es fühlt sich auch ehrlich gesagt so ein bisschen so an, aber das hält. Ihr habt das Video wahrscheinlich alle gesehen. Ich bin damit unter die Dusche gegangen und danach auf den Kindergeburtstag. Es hat gehalten. Lasst die Augen zu, damit nichts brennt. Es wird hoffentlich warm. Es wird hoffentlich gutes Wetter. Und somit kann nichts passieren. I love it. Ich lieb's. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieses Make-up gefällt, ihr süßen Mäuse. Wenn das Video gut bei euch ankommt, machen wir auch nochmal eine zweite Runde. Vielleicht gehe ich da dann so ein bisschen mehr auf Looks, die ihr vielleicht bei der Hochzeit machen könnt. Vielleicht mit einem schönen neutralen Lidschatten, einer schönen neutralen Lippe. Hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Ich bin ja schon so ein bisschen im Hochzeitsfieber. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung und eure Favoriten für Hochzeiten in die Kommentare. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.